Miau und willkommen zu diesem Video, in dem ich den Monat März 2021 noch einmal Revue passieren lassen möchte. In diesem Monat wurden die Projekte Killer7, Danganronpa Trigger Happy Havoc und Genshin Impact weitergeführt. Außerdem starteten die Projekte Parasite Eve und Trails of Cold Steel. Und nun folgen die Highlights. Parasite Eve. Tolle Einleitung für das Let's Play. Total unprofessionell. Keiner wollte das wissen, dass ich Probleme damit hatte. Wer macht das heutzutage noch, über Probleme zu reden, die er dann einfach rausgeschnitten hat, von denen niemand was mitbekommen hätte, wenn er sie nicht erwähnt hätte? Ich. Ich mache das. Offensichtlich. Ja, genau, das ist okay. Da will ich weitermachen. Warum fragt es das? Wenn man ein Spiel lädt, ist nicht irgendwie vom Laden eines Spiels auch der Sinn, dass man an der Stelle weitermacht, wo man aufgehört hat? Was war das für eine Frage? Bist du sicher, dass du da weitermachen willst? Sonst hätte ich das Spiel nicht geladen. Das Spiel mag die Stelle einfach nicht. Das ist so, willst du wirklich da weiterspielen? Willst du nicht lieber von vorne anfangen? Tom. Man achte auf Elisa, die gerade ausblickend auf Rean zugeht und dann wegguckt und in ihn reinläuft, als ob sie ihn vorher nicht gesehen hat. I wish you well on your travels. Leah always welcomes you. Okay, danke für die Willkommenheißung im Namen aller, die du nicht gefragt hast. Hast es einfach für die entschieden. What's he gonna do to us this time? Ich sag ja, die Yaoi-Action. Das tut er euch jetzt an. Mit ihm zusammen. Wir können jetzt alle an seinem Nippel ziehen. An seinem Bauchnabelnippel. Du hast doch gesagt, dass du da dran ziehen willst. Als wir darüber geredet haben, hast du gesagt, man möchte da so dran ziehen. Oh, ist das so ein Funhouse oder was? Das ist ein so übertrieben langer Gang, was soll da? Siehst du, jetzt bückt er sich schon. Ich sag doch, jetzt geht die Yaoi-Action los. Ja. Die Übungen sind extra so gemacht. Das macht's nicht besser. Danke. Dieses Gesicht dann auch von ihm. Das ist so ein richtiges After-Sex-Gesicht. Ja. Doesn't this feel just great? Being stuck inside like this, you're gonna make sure to stay healthy? Ich sag doch, das macht's nicht besser. Being stuck inside. You're the one keeping us stuck inside. Wow, sie hat auch so gestöhnt. Das ist auch so doppeldeutig, ey. Don't sweat the small stuff, that's my motto. Episches Makeover! Er ist ein bisschen nackter geworden. Do you expect me to be impressed? Your family lineage means nothing to me. I'll never bend my knee to the likes of... Okay, that's enough. Ach ja, und könnt ihr Markias auch schon ganz doll leiden? Ich meine, das Erste, was er tut, ist literally sich beschweren und rumzuschreien und bockig zu sein. Toller Charakter, hä? Could I ask you what social class you each belong to? Really? We should probably get moving then. Somewhat concerned about the girls, as you might imagine. I'd feel much better if we were around to help if they wound up in danger. Yeah, I suppose there's strength in numbers. All right, let's go. Oh ja, Markias, die armen Frauen, die nicht ohne deine Hilfe klarkommen. Die brauchen unbedingt deine Flinte, die garantiert nichts anderes kompensieren soll in ihrem Leben. I think I was outdone. By a girl, no less. Du sexistisches Stück Scheiße. This is not the work of your everyday psychopath. Defying them may be too great of a risk. Wer kennt sich nicht, diese alltäglichen Psychopathen, die man trifft?
Ich wünsche mir einen Hinweis vom Gott des Gestalts. Ich wünsche mir, dass ich einfach glücklich bin. Wie wär's mal damit? Ich wünsche mir ein sorgenfreies Leben. Und dass Paimon besser schmeckt, als sie aussieht. I'm used to being misunderstood. You think weak attacks like yours will drop my HP? HP, steht das hier für Hurensohn-Punkte oder so? Alter. Jetzt mal im Ernst, wie sieht das aus? Das sieht nicht aus, als ob sie ihm richtig heftig eine knallt. Das sieht aus, als ob sie ihre Hand wie so einen toten Fisch vor sich hält und in den Zeitlupe auf ihn zubewegt. So, jetzt gehst du ins irre Spaßhaus, bitte. Und hast da jetzt irre Spaß. It's broken. I tried pressing the power button earlier, but nothing happened. It's broken, huh? Too bad. Ja, das hat sie gerade gesagt. Ja. Ich weiß nicht, warum du das jetzt nochmal fragen musst. Ja, es ist so wie in Metal Gear, wo er einfach alles nochmal als Frage wiederholt, was gerade gesagt wurde. Ist das wie in Metal Gear, wo er einfach alles als Frage nochmal wiederholt, was gerade gesagt wurde? Ja. Ja. I was hoping I could use it to go online and see what's going on in the outside world. Hat er gerade gehofft, dass er das benutzen kann, um online zu gehen und zu gucken, was draußen passiert? Oh Gott. If it's broken, there's nothing I can really do about it. Aber wenn's kaputt ist, kann er dann wirklich nichts dagegen tun? You're fucked. Was ist, wenn ich einfach ihn benutze? Ich drehe mich gar nicht. Das Ding in der Mitte dreht sich. Voll der Cheat. Das war ja mal mega geschummelt einfach. Ich mache einfach das ganze Ding kaputt. Jedenfalls kommt dann noch Sarah und fragt, ob nicht irgendjemand sich bereit erklärt, eine Kleinigkeit zu erledigen für den Student Council. Und Rean sagt dann, ja, ich kann das machen. Ich habe halt auch keinen Club. Und das ist der Moment, in dem Rean seine Szene an den Student Council verkauft hat. Aber da hinten habe ich sie getroffen. Ey, Respekt. Vor mir selbst. Und vor allem, Führungspositionen für die ganze Welt werden hier ausgebildet. Und dann haben die hier sowas wie einen Hentai-Zeichner. Also, willst du den etwa nicht als Führungsposition im Ministerium für Hentai sitzen haben? Ministerium für Hentai? Hallo? Jedes Land braucht sowas. Da werden immer die neuesten Fetische vorhergesagt und so. Das ist so unpraktisch. Wer dachte sich, ja, wir bauen jetzt einfach mal Treppen überall hin und keiner weiß, wohin welche Treppe führt. Wuhuhuhu. Irgendwo kommt da doch was. Ich hab Angst, dass es von hinter mir kommt. Es kommt von hinter mir! Sense? But wait! Oh Gott, was ist mit ihrem Arm? Das sieht ja schmerzhaft aus! Diese Perspektive gerade, ne? Das heißt ja auch. Das sieht einfach so aus, als ob Hifumi die Frisur von dem Kiffer hat. Ja. Ich dachte mir, was ist mit Hifumis Haaren los? Aber dahinter steht einfach der Kiffer. Und dann bin ich gestorben. Ey, wieso? Spawnen die dauerhaft neu? Wie viele von den Viechern sollen dann noch kommen? 100 Millionen? Aya klingt mir viel zu japanisch. Für jemanden, der beim New York Police Department arbeitet. Ne? Das werden wir jetzt erstmal umändern, ne? Die muss einen richtig schön amerikanischen Namen kriegen wie Ingeborg. So ein richtiger alter Oma-Name. I figured, why not kill two birds with one stone? Jetzt mal eine Frage. Warum sagt man im Englischen eigentlich kill two birds with one stone? Man sagt im Deutschen zwar auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber Fliegen sind nervig und gehen einem übelst auf den Sack, aber was haben Vögel einem denn getan? Warum sollte man zwei Vögel mit einem Stein umbringen wollen? Was ist das überhaupt für eine Prämisse?
Das sind einfach alles psychisch gestörte Brutalos in den englischsprachigen Ländern. Kannst du jetzt bitte gehen? Musst du wieder... Achso. Das ist ja das Bad, das ist gar nicht der Ausgang. Ja. Hast du gerade gedacht, das wäre das? Ich dachte gerade ja. Und ich wundere mich, warum geht er nicht raus? Vielleicht, weil das nicht der Ausgang ist. Aber nur vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich das bitte schaffen soll, wenn sie ewig lebt. Man kann ihr nicht mal sonderlich gut ausweichen oder so. How the hell is that a problem? Wenn du durstig bist, dann verdurste doch einfach. Wo ist das ein Problem? Immerhin hast du keinen Mais auf den Kopf geschissen gekriegt. Ja. Und dann kam die dümmste Aussage, die ich je gehört habe. Denn Reen denkt sich so, aber es scheint so, dass R nur eine Initiale ist. What the fuck, Reen? Hast du ernsthaft gedacht, ihr Nachname wäre R? Was ist das für ein Name? R? Natürlich ist das nur eine Initiale, du Holzkopf. Glaubt ihr etwa... Alter, wie kann man denn so viel Text in so eine kleine in so eine kleine Auswahlmöglichkeit rein... Yay. Angeln. Das, was man in den Trailspielen doch am liebsten macht. Oh Gott, diese Flashbacks. Why are we still here? Just to suffer. You could have made some for the rest of us, you know. Ach, das ist ja deine Rolle. Ich fange jetzt schon an, um zu sprechen, weil ich so viele Sprechrollen habe hier. Ja, von mir aus macht das Let's Play alleine. Dann habe ich gar keine Rolle mehr. Ah, das musste natürlich jetzt noch passieren. Als ob das nicht schon genug Abfuck ist. Als ob das nicht schon genug Abfuck ist. Don't make me say it again. Ja, du bist ein Cleaner, es ist mir so scheißegal. Von mir aus kannst du auch ein Büroarbeiter sein. Mach einfach deinen Job. Eve? I'm surprised you don't know me, Ingeborg. Als nächstes verschlägt es uns zum Kochclub, wo wir Nikolas eine Waage geben. Was ist das? Also muss ich warten. Die hat gelogen! Blöde Taube. Die hat angetäuscht. Of all the things I'd imagined, this most definitely wasn't one of them. Naja, ich hab's mir schon vorgestellt. Von all den Dingen, die er sich vorgestellt hat, war das, was er am wenigsten erwartet hat, dass Byakuya da ist und was ganz Normales tut? Warte mal. Deswegen war das vorher gesperrt. Deswegen wurde mir diese Quest vorher gesperrt, weil wir noch mit einer anderen Quest beschäftigt waren, die Sarah involviert hat. Und deswegen konnten wir jetzt die Quest nicht machen, nur weil wir für die Quest mit Sarah reden müssen, um uns sagen zu lassen, dass wir für sie nichts tun können. Ich meine, das ist ja wohl der dümmste Dialog aller Zeiten. Dass ich für diesen Dialog erst mit Sarah reden musste, damit sie wieder frei ist für diese Quest. Der hat absolut nichts gebracht. Den hätte man genauso gut überspringen können, den Dialog. Jetzt täusch nicht nochmal an. Sie täuscht nochmal an. So eine Arschtaube. Gut, dann ich geh jetzt nach Hause. Tschüss. War schönes Spiel. Ich ignoriere jetzt den Plot und fahre nach Hause. Als wir das Old School House verlassen, ist es bereits abends und wir sehen eine ominöse schwarze Katze auf dem Dach des Old School House, die mit verheißungsvollen Worten spricht. Miau indeed. Das klingt falsch. Das klingt echt falsch. Man lernt von ihm erstmal Handywork. Gut, dann können wir jetzt noch besser Vorbereitungen treffen. Ja. Jetzt brauchen wir danach die Fusselrolle nicht mehr, das macht der Skill. Oh. Tja. After we were done, I decided to head back to my room for a while. Gleich mal den neuen Skill ausprobieren. Ja, genau. Es folgt der Tag des praktischen Examens,
welches eigentlich einfach nur daraus besteht, diesen riesigen Dödel zu besiegen. Was genau dieser Dödel ist, verrät uns Sarah nicht. Den Fragen danach, was dieser Dödel eigentlich ist, wo er herkommt und wofür sie diesen Dödel sonst noch benutzt, weicht Sarah geschickt aus. Hast du Lust, so ein Gebetenteil zu haben, mein Guter? Ich will ja nichts sagen, aber deine Mitmenschen sind gerade einfach verschwunden und haben sich in Luft aufgelöst. Wahrhaft gruselige Dinge gehen hier vor. Es liegt etwas Übles in der Luft. Und das ist einfach der weirdeste Handshake. Also dann, im Kampf gegen die Handsome Man, die aussehen wie die Power Rangers, nur mit Wackeltitten und Schwabbelbäuchen. Nimmst du bitte die Kiste damit? Hallo, nimm die Kiste mit. Ingeborg! Ingeborg, nimm jetzt die Kiste mit. Danke. Danke, Ingeborg. Seht ihr? Ich hab doch auf seinen riesenhaften Kopf geschossen. Ich habe auf seinen riesenhaften Kopf geschossen. Und trotzdem jumpt er mich dann an. Das ist doch sein Schwachpunkt. Ich verstehe es nicht.